Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick in den November auf die Neuerscheinungen, die ich spannend finde und die ich bei meinen Recherchen eben so ein bisschen entdeckt habe. Und es sind, soweit ich weiß, 5 Bücher geworden. Ja, 5 Bücher, die mich interessieren. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was mich so ein bisschen angesprochen hat. Das erste Buch, das mich direkt angefixt hat, erscheint am 2. November und ist das neue Buch von Guillaume Musso, Das Papiermädchen. Ein Buch, das für 10 € zu haben sein wird und es ist eben der neue Musso. Wir hatten in diesem Jahr ja schon Das Mädchen aus Brooklyn und ich war doch ganz verwundert, dass so schnell schon das nächste Buch von ihm herauskommt und der Klappentext klingt aber mega, sodass es eben auch auf der Wunschliste gelandet ist. Der Schriftsteller Tom Boyd hat geschafft, wovon viele träumen. Er lebt in Malibu, fährt einen Sportwagen und liebt eine berühmte Pianistin. Doch als sie ihn verlässt, stürzt er in eine tiefe Krise. Obwohl seine Fans sehnsüchtig darauf warten, sieht Tom sich außerstande, einen neuen Roman zu schreiben. Da taucht eines Abends eine hübsche junge Frau bei ihm auf. Sie behauptet, Billy zu sein, eine seiner Figuren. Sie sei versehentlich aus dem Buch gefallen. Tom traut seinen Ohren nicht, aber ehe er sich's versieht, überredet Billy ihn, mit ihr eine abenteuerliche Reise anzutreten, die in Mexiko beginnt und bis nach Paris führen wird. Und was gibt es Schöneres als eine Vorstellung, dass da eine Figur aus einem Buch herauskommt und im Grunde das Leben eines anderen Menschen, eines Lesers, eines Autoren auf den Kopf stellt. Und ich kann mir einfach vorstellen, dadurch, dass ja die Bücher von Musso immer so ein bisschen was Geheimnisvolles, Mysteriöses, Unrealistisches haben, dass das hier wirklich sehr, sehr gelungen sein kann, ohne zu kitschig zu wirken. Und ich freue mich da wirklich mega drauf und bin echt sehr, sehr gespannt, was dieses Buch im Grunde bringen wird. Ebenfalls ein Buch, das am 2. November erscheinen wird, ist Stadt aus Wind und Knochen von Fran Wilde oder Fran Wilde, je nachdem, ich bin mir gerade unschlüssig, ob die Autorin deutschsprachig oder englischsprachig ist. Und hier haben wir einen epischen High-Fantasy-Roman, der einen sehr, sehr begeistern soll. Und es soll auch eine atemberaubende Kulisse geschaffen sein. Und es heißt hier so wunderbar, mit der Magie ihrer Stimmen haben die Sänger vor langer Zeit Chaos und Krieg beendet. Seitdem herrschen sie unangefochten in der Stadt der beinernden Türme hoch über den Wolken. Sie sind Hüter des Gesetzes, Bewahrer der Traditionen und die einzigen, die die Knochentürme weiter wachsen lassen können. Als die junge Kirit die Aufforderung erhält, sich den Sängern anzuschließen, ahnt sie nicht, dass im Inneren der geheimnisvollen Knochennadel ihr Weltbild ins Wanken geraten wird und mit ihm alles, was der Stadt der beinernden Türme Frieden und Sicherheit garantiert. Und es heißt hier so, die faszinierende Geschichte der jüngeren Sängerin Kirit in der Stadt aus Wind und Knochen wurde 2015 mit dem André Norton Award ausgezeichnet. Also scheinbar doch etwas amerikanisches, englisches, was jetzt ins Deutsche übersetzt wird. Und ich bin ja ein High-Fantasy-Mädchen und ich greife immer wieder gerne zu dieser Art von Geschichten und fühle mich da auch immer relativ schnell zu Hause und freue mich, dass man hier mal wieder eine weibliche Protagonistin hat und was ja bei High-Fantasy nicht so oft vorkommt und freue mich hier wirklich drauf, weil es klingt einfach mega spannend und interessant und ein Weltbild, was ins Wanken gerät. Ja, das ist uns ja allen schon mal passiert und von daher freue ich mich da wirklich sehr, sehr drauf. Dann am 13. November erscheint ein Buch von Stephen King und das muss natürlich hier rein, denn es ist Sleeping Beauties, ein Buch, was er zusammen mit seinem Sohn Owen King geschrieben hat. Wir kennen ja bereits seinen anderen Sohn Joe Hill, der ja unter eigenem Namen mit Pseudonym hinten im Grunde aber natürlich Geschichten schreibt. Und ich bin hier sehr, sehr, sehr gespannt, wie diese Kombination zwischen Stephen King und seinem Sohn Owen irgendwie hinkommen, was da so ein bisschen anders sein wird. Und ich bin da mega gespannt, weil auch die Story total klasse klingt. Und zwar, die Welt sieht sich einem faszinierenden Phänomen gegenüber. Sobald Frauen einschlafen, umhüllt sie am ganzen Körper ein spinnenwebartiger Kokon. Wenn man sie weckt oder das unheimliche Gewebe entfernen will, werden sie zu barbarischen Bestien. Sind sie im Schlaf etwa an einem schöneren Ort?
Die zurückgebliebenen Männer überlassen sich zunehmend ihren primitiven Instinkten. Eine Frau allerdings, die mysteriöse Evie, scheint gegenüber der Pandemie immun zu sein. Ist sie eine genetische Anomalie, die sich zu Versuchszwecken eignet, oder ist sie ein Dämon, den man vernichten muss? Schauplatz und Brennpunkt ist ein kleines Städtchen in den Appalachen, wo ein Frauengefängnis den größten Arbeitgeber stellt. Ja, und ich als Frau muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme direkt eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, einzuschlafen und in meinem Kokon wieder aufzuwachen oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Oder dann eben zu hören, wie es anderen Frauen geht und dann vielleicht die Angst zu haben, einzuschlafen. Und ich finde das eine mega Idee und ich bin sehr, sehr gespannt, was Stephen King plus Sohn daraus machen. Ist, glaube ich, auch so ein knapp 1000 Seitenwälzer. Ich überlege tatsächlich, ob ich ihn nicht höre, weil er ist gesprochen von David Nathan und der kann das ja wirklich grandios und würde sich tatsächlich vielleicht im November einfach so ein bisschen anbieten, weil ich da auch ein bisschen mit Bahn und so unterwegs bin, sodass man da wunderbar hören könnte. Und ich bin total neugierig auf diese Story und stelle mir die sehr gruselig und ja, und auch allein das im Klappentext schon steht, wie sich die Männer verhalten. Ich finde zwar so ein bisschen Klischee-Denken nicht immer ganz so gut, aber so ein bisschen ist das okay und ich kann mir das tatsächlich einfach bildhaft vorstellen. Klingt total gemein, aber ja. Dann etwas ganz anderes erscheint am 24. November und zwar A Girl's Night In, Audrey und ich von Lucy Holiday. Das ist aus der erste Teil der Dieven-Reihe, wo jetzt gleich das Taschenbuch erscheint und der zweite Teil ist, glaube ich, irgendwas mit Marilyn, wenn ich mich nicht irre, der, glaube ich, jetzt entweder als Hardcover schon da ist. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, mich hat hier natürlich das Cover angesprochen. Als ich den Klappentext gelesen habe, dachte ich, Mensch, das ist bestimmt sowas Unterhaltsames. Das könnte auf jeden Fall Spaß machen. Denn in der Überschrift steht schon Bridget Jones meets Notting Hill und ich finde, das sind beides Filme, die ich unglaublich liebe und das kann eigentlich nur gut sein. Einen schlimmeren Tag hat Libby Lomax noch nie erlebt. Ihre erste Sprechrolle vergeigt und fast den angesagten Filmstar Dylan O'Hara in Brand gesetzt. Hier gibt es nur eins, was hilft: Frühstück bei Tiffany. Da sitzt auf einmal Audrey Hepburn, die Audrey Hepburn, neben Libby auf der Couch. Hat Libby den Verstand verloren oder kann Audrey helfen, ihr Leben doch noch in einen Blockbuster zu verwandeln? Und es klingt natürlich so ein bisschen leicht und eigentlich sommerlich, aber mich spricht die Geschichte einfach durch diese Lockerheit, die es dann scheinbar hat, sehr, sehr an. Ich bin ein großer Fan von Audrey Hepburn. Ich habe gefühlt alle Filme gesehen. Ich mag diese Frau unglaublich gerne und fand sie wirklich immer großartig. Und auch wenn man dann so ein, zwei Biografien von ihr kennt, dass das Leben es auch nicht immer so einfach mit ihr gemeint hat, stelle ich mir hier das einfach toll vor und kann mir einfach vorstellen, dass das wirklich eine coole Geschichte werden kann, die einfach Spaß macht und so ein bisschen gute Laune in den Winter bringt. Und dann das fünfte und letzte Buch erscheint am 28. November und ist der dritte Manga von Sherlock, Das große Spiel. Und ich habe ja die Serie absolut gesuchtet und ich bin auch ein Riesenfan der ersten beiden Teile der Manga und freue mich jetzt, dass der dritte Teil auch erscheinen wird. Es ist hier ja wirklich ein Aufgriff des Mangas auf die Figuren der BBC-Serie. Also Sherlock sieht auch aus wie Benedict Cumberbatch und man erkennt einfach die Figuren aus der Serie wieder. Und das große Spiel handelt von was tun gegen Tiefenlangeweile in auftragsloser Zeit. Sherlock weiß nichts Besseres, als auf seine Wände zu ballern oder den Blog von Watson zu lesen, welcher die freie Zeit nutzt, um seine Beziehung zu pflegen. Bei seiner Freundin erfährt Watson von einer Explosion in der Baker Street und er macht sich besorgt auf den Heimweg. Zu Hause angekommen findet er Sherlock unverletzt und in der Gesellschaft seines Bruders vor. Jener Mycroft bittet den Meisterdetektiv um Hilfe bei der Aufklärung eines Falls, den Holmes trotz immenser Langeweile ablehnt. Doch wenig später kommt der erlösende Anruf von Scotland Yard. Ja, es war eine geile Folge, wie ich fand. Mir hat die damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt auch schon, das im Manga zu lesen und vielleicht im Anschluss auch wieder die Folge zu gucken. So habe ich das bei Band 1 und 2 auch gemacht. Und es macht einfach
immer wieder Spaß, in die Welt von Sherlock und Watson einzutauchen. Und ich mag auch wirklich, wie diese Mangas gezeichnet sind, wie sie da so feine Details aufnehmen, die einem vielleicht beim Schauen des Films, der Serie, tatsächlich so ein bisschen entgehen, man aber hier so intensiv einfach einen Moment länger auf die einzelnen Szenen halten kann. Und ja, es macht mir einfach Spaß. Und es ist wirklich eine Manga-Reihe, die mir viel, viel Freude bereitet. Und ich bin mega gespannt auf den dritten und hoffe dann auch, dass es weitergehen wird mit den Mangas. Bisher konnte ich noch nichts zu Band 4 oder 5 irgendwie finden. Es war ja relativ schnell klar beim ersten Band, dass 3 erscheinen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wie es da weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, welches der 5 Bücher euch vielleicht auch anspricht, was vielleicht auch bei euch auf der Wunschliste landet, beziehungsweise welche Bücher ihr euch für den November herausgesucht habt und ihr empfehlen könnt und vielleicht sogar sagt, hey Steffi, jenes und welches Buch wäre vielleicht auch was für dich, halt da mal ein Auge drauf. Wäre ich auf jeden Fall sehr neugierig, sehr gespannt. Würde mich sehr über den Austausch in den Kommentaren freuen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Video und mit meinen 5 vorgestellten Büchern und wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.